Die Strategie Russlands ist weiter unklar. Während sich die Kämpfe auf mehrere Großstädte konzentrieren, herrscht rund um Kiew eine angespannte Ruhe. Der riesige Militärkonvoi vor der ukrainischen Hauptstadt scheint weiterhin nur sehr langsam voranzukommen. Ganze Wohnblöcke in Schutt und Asche gebombt. Teile einer Kleinstadt nur unweit von Kiew, dem Erdboden gleichgemacht. Russische Truppen rücken jetzt vor allem auf Großstädte vor. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warnt erneut, Russland wolle die Stadt einkesseln. Wir haben nicht vor, uns zu ergeben. Wir können uns nirgendwohin zurückziehen. Wir sind hier zu Hause und wir werden unsere Häuser, unsere Familien, unser Land und unsere Zukunft verteidigen. Rund die Hälfte der Bewohner ist jedoch schon geflüchtet. Eine Feuerpause, gefolgt von einem Waffenstillstand, lehnt Moskau weiterhin ab. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine bringen keinen Durchbruch. Immerhin, man will Fluchtkorridore für Zivilisten schaffen. Nächste Woche soll weiter verhandelt werden. Das Schlimmste stehe der Ukraine noch bevor, sagt Frankreichs Präsident Macron nach einem Telefonat mit dem Kreml-Chef. Putins Krieg fordert immer mehr zivile Opfer. Auf die Hafenstadt Mariupol am Schwarzen Meer fliegen weiter Bomben. Hier weint ein Vater bitterlich um seinen toten Sohn. Der Vorsitzende der Jungen Union fordert mehr Engagement der NATO und eine Flugverbotszone über der Ukraine. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass wir am Ende zu spät reagiert haben. Man muss Wladimir Putin besiegen, er muss gestürzt werden, er darf nicht weiter Präsident der Russischen Föderation sein. Die Außenminister der NATO- und EU-Länder kommen heute zu einem Sondertreffen zusammen. Unter dem Eindruck des Krieges wollen nun auch die Ex-Sowjetrepubliken Moldau und Georgien Mitglieder der Europäischen Union werden.